Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Pal World. Und ah, das war mein Magen, der geknurrt hat. Dann gucken wir doch gleich mal, dass hier jeder nicht mehr hungrig ist. Perfekt. So. Wir gehen jetzt auf Paljagd. Wir wollen ja unsere 30 voll machen. Deswegen schauen wir jetzt mal, was hier so rumläuft. Hier sind immer dieselben. Vielleicht können wir ja ein neues fangen, was wir noch nicht haben. Ah, hier gibt es auch ein paar Beeren. Dann nehmen wir doch gleich mal welche mit. Und ein bisschen Holz, weil Holz kann man auch nie genug haben. Das sind neue. Und dich nehmen wir auch mal mit. Okay. Das Ding ist ganz schön schnell. Das hast du große Klasse gemacht. Ich wollte es fangen. Komm zurück. So. Jetzt suchen wir das Pferd. Ich habe doch gerade ein Pferd gesehen. Oder sowas ähnliches wie ein Pferd. Also, wir brauchen die da, wir brauchen die da und wir brauchen einen Feuerbogen, einfach weil da ist es, es ist ein Alpaka. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber wir verfolgen es. Es könnte ein Alpaka sein. Ein interessantes Alpaka. Au, ein aggressives Alpaka.
Okay, Level 9 ist wahrscheinlich doch schon ist etwas zu arg. Ich sehe es ein. Können ein Brutkasten. Gott, es sieht aus wie Evoli. Es sieht aus wie ein Evoli. Aber wo habe ich das schon mal gesehen? Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Oh, ich habe. Ich habe meine Pfeile vergessen. Gott, ist das süß. Wir brauchen so einen Pinguin. Leider, wir brauchen so einen Pinguin. Ja, wenn ich das hier überlebe. So. Lass mich in Ruhe. Nee, dich hab ich. Wüsste sehr gerne, auf welches ich gerade einprügel. Wir haben einen Fuchs gefangen. Habe ich mich so derb verlaufen? Dass ich keinen Plan habe, wo ich hin muss. Ich bin ein Genie. So ein Pinguin.
Sieht ja ulkig aus. Es hat was, es sieht auch mega niedlich aus. Mit M kann man die Karte aufrufen, das habe ich gesucht. Okay, ich kann das Lager zurückbauen, aber ich will doch eigentlich Schnellreise machen. Ich bin jetzt ganz gespannt. Okay. Dann haben wir noch ein neues. Finde ich, es wird immer besser. Ich lieb's. So. Wir müssen nur da irgendwie wieder zurück. So. So, wir setzen das hier aus. Dann nehmen wir den Fuchs mit. Wir nehmen. Ja, dann nehmen wir den mit. Nein, ich glaube, wir nehmen. Wir machen das mal kurz so.
Und jetzt schauen wir mal. Diese Statue stellen wir mal dahin. Dafür brauchen wir Stoff, das kriegen wir hin. Und zwar zwei. Ich sollte es auch mitnehmen. Halt, wo will ich das denn? So. Jetzt verbessern wir hier erstmal das hier. Baue zerkleinerer, baue Steinbruch, baue Holzfällerlage. Habt ihr sonst keine Wünsche? So. Wir haben sogar Leder bekommen. Das ist ja cool. Das kommt dahin. Okay, jetzt gehen wir mal zu unserer Stadt. Warte, ich hab doch da drin. Nein. Okay, jetzt gehen wir mal zu unserer Statue. Die hätte ich vorher mal drehen sollen. Okay. Schatten. So. Was können wir hier jetzt eigentlich bauen? Oh, noch gar nichts. Okay. Ach so, das ist für die Technologie. Okay. Ich hab's verstanden.
brauchen so ein Reparaturset. Oder auch nicht. Kann ich es jetzt reparieren? Wie repariere ich denn das? Okay, es ist nur für Gebäude. Dann legen wir das auch wieder ab. Kann ich jetzt eigentlich falsch? Da muss ich wieder an. Oh, Entschuldigung. Ich bin über mein eigenes Pal gelaufen. Ich könnte jetzt einen Feuerbogen machen. Warum nicht? Kann ich noch 10 Feuerpfeile machen? Und dann könnten wir den normalen Bogen schon ablegen, weil wir haben ja dann einen Feuerbogen mit Feuerpfeilen. Weil wir sowieso keine normalen Pfeile mehr haben. Kann ich das bitte wieder absetzen? Halt, ich wollte eine Holztruhe noch. Wir brauchen nämlich noch mehr. Dann machen wir das raus. Ah doch, ich habe hier noch Pfeile, die mache ich hier auch raus. Und dann tauschen wir das gegen das. Dann kommen die hier rein und die und Leder. Dann legen wir das da drin ab. Dann gießen wir mal eine Runde.
dauert überhaupt nicht lang. Hier neben dran noch was für unser Pflanzenbodenpal. Das kann jetzt nämlich aussehen. Normalerweise. Ich habe nur. Achso, er tut es automatisch. Okay. So. Wir haben noch sechs. Wir sollten noch mal ein paar Bälle kreieren. Bewässern wir das hier noch kurz. Dafür brauchen wir auch zwingend ein Pal. Und ich wäre, glaube ich, wirklich für diesen Pinguin. Ich finde den so niedlich. Oh mein Gott, ich finde den so ultra niedlich. Das heißt, wir machen uns gleich wieder auf den Weg und gehen auf Palsuche. Ich finde es gut, dass wir eigentlich gegrillte Bären machen, aber sie ein Hähnchenschenkel oder sowas in der Pfanne schwenkt. Herrlich. Ja. Dann können wir nämlich hier den Trog noch ein bisschen füllen. Und das hier ablegen. Und jetzt gehen wir mal los auf Palsuche. Gar nicht wissen, wie stark der Dino ist. Ignoriere mich. Ignoriere mich. Ich hau lieber ganz schnell ab. Wir hatten gegen das Level 9er Alpaka schon keine Chance. Was ist denn das? Das sind die Feuerfüchse, wovon wir auch schon einen haben. Da ist das. Ma Ah, da sind die Pinguine. Vor diesem Mammut habe ich Angst, weil es Level 38 ist.
Ich will so ein Pinguin. Ich glaube, der Pinguin weiß, was ihm blüht. Bleib hier. Gott, ist dieses Viech schnell. Pinguin. Ja, wobei, vielleicht doch. Perfekt, so was haben wir da eigentlich eingesammelt für ein Buch? Das war wohl eine Eisdrüse. So, ich würde sagen, wir aktivieren mal da hinten schnell die Statue. Da ist ein Ei. You're coming home with me. Da ist eine lila Truhe. Machen wir auch einmal auf. Wir bleiben weg von diesem Mammut. Sicher ist sicher. Wir haben einen Technologiepunkt erhalten. Oh, es gibt Foxparks-Geschirr. Oh, wir können einen Baseballschläger machen. Eins, ich glaube, ich lege das Küken ab oder das Schaf, ich weiß es noch nicht. Und dafür holen wir uns den Pinguin ins Team. Mal wieder zurück. Das machen wir jetzt mal kurz. Oh, das. Weg. Okay. Wir können das. So viele Schafe brauchen wir gar nicht.
Okay. Jetzt haben wir zwei, wo sich quasi hier drum kümmern. Ne, eins, weil das Huhn, genau, weil er sieht ja nur so rum jetzt. Ich bin verwirrt. Rede nicht darüber. Und dann. Kreieren wir doch mal einen Baseballschläger, hätte ich jetzt gesagt. Ich habe keinen Brutkasten. Okay. So. Das legen wir mal da drin ab, dass das das auch. Und das und das bleibt hier. Das können wir auch mal hier ablegen. Kreieren einen Baseballschläger. Und ein paar hiervon und wir können ganze 11. Dann tun wir das doch mal. Dauert überhaupt nicht lang. Okay, ich meine, die PAL-Sphäre gehen ja noch schnell. So, dann können wir den Baseballschläger gegen die Holzkeule austauschen. Und dann brauchen wir, können wir noch eine, ja. Und können wir noch eine Spitzhacke, warum bin ich denn weggelaufen? Und das hier machen. Und das hier entsorgen wir. Und dann können wir ein bisschen gegrillte Beere essen. Und ihr auch. Wenn der Paul Hunger hat, soll er was essen? Und okay, können wir schon mal bewässern. Da muss ich gleich mal gucken, was ein zerkleinerer etc.
alles ist und ah, hier Holzfäller, Steinbruch. Ah, und hier das hier. Okay. Dafür brauchen wir aber das dann, das weiß ich nicht, wo ich das herbekomme. Okay. So, dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle einen Cut. Bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Wir schauen im nächsten Part, weil ich glaube, ich habe auch nichts, was ich hier machen kann. Nein. Nein. Ja, das heißt, im nächsten Part heißt es, dass wir weiter Pals fangen und dann schauen wir mal, ob wir Level 7 noch hinkriegen vom Lager und dann werden wir uns dem Boss stellen, weil ich will meine Pals definitiv noch ein bisschen trainieren. Ich glaube, Level 7 ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen niedrig. Und dann schauen wir mal. Das wird. Wir kriegen das hin. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.